Ja, weil mich das ganze Konzept, also der ganze Verein und auch natürlich die Frauenmannschaft sehr beeindruckt hat. Und ja, Wolfsburg eine der erfolgreichsten Frauenfußballmannschaften auf jeden Fall auf der Welt ist. Und ja, wenn man so ein Angebot bekommt, dann überlegt man eigentlich auch nicht lange. Und deswegen habe ich mich da auch sehr darüber gefreut. Und dann war es für mich auch schnell klar, dass ich hier auf jeden Fall auch mal spielen möchte. Ja, wichtig ist mir, dass man Spaß hat beim Fußballspielen, dass man mit viel Leidenschaft spielt und nicht, ja, sage ich mal jetzt nicht so unbedingt für die Show, sondern wirklich, dass man, dass jede Spielerin im Kopf hat, ich möchte jetzt hier für die Mannschaft kämpfen, ich möchte nicht irgendwie selber gut aussehen, sondern ich möchte so spielen, dass es für die Mannschaft eben gut ist und dass man eben als Mannschaft zusammen erfolgreich ist und ja, gerne natürlich auch schönen Kombinationsfußball spielen, aber dann nicht nur in Schönheit sterben, sondern dann auch wirklich zum Torerfolg kommen, dass das eben auch effektiv genutzt wird, die Torchancen. Ja, dass man möglichst mit schönem Fußball spielen und mit Teamgeist Siege einfährt. Ich würde sagen, dass ich ja, ein Teamplayer bin, dass ich ja, nicht unbedingt mit auffälligen Aktionen heraussteche, sondern dass ich eher immer so, ja, die solide Spielerin bin, die auch einfache Pässe spielt und ja, meine Mannschaftskolleginnen versucht, möglichst zu unterstützen, auch verbal. Und genau, mir ist es halt, wie gesagt, wichtig, dass ich nicht unbedingt im Mittelpunkt stehe, aber dass ich meine Arbeit so gut mache, dass wir zusammen erfolgreich sein können. Ja, außerhalb des Platzes, glaube ich, ja, bin ich ein sehr offener Mensch. Jetzt nicht unbedingt, also auch da bin ich jetzt nicht unbedingt die, die groß heraussticht aus der Gruppe, indem sie total laut ist, sondern ja, ich kläre Sachen oder unterhalte mich gerne unter vier Augen oder in kleineren Gruppen und nicht unbedingt mit einer großen Gruppe. Und ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass ich ja, offen bin und mehr oder weniger mit allen gut klarkommen. Ja, ich bin natürlich hier hingekommen, um Titel zu gewinnen. So wie das eben auch in der Vergangenheit so war, möchte ich, dass wir das natürlich fortführen. Und ja, das sind so meine Ziele mit der Mannschaft.